Hallo und herzlich willkommen zu... Mal wieder vergessen hier schneller zu stellen. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben bei Hof von Onair. Beim Hof von Onair. Und haben hier so ein bisschen mit so ein paar Leutchen geredet. War nichts großartig Spannendes. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ja, und eigentlich haben wir einen Job für ihn, aber... ja, naja. Okay, wir wollten hier nochmal ein bisschen gucken. Dieser Bodo hier, das war ja der Typ mit diesem Päckchen Sumpfkraut. Und wir sollten den ja hier irgendwo finden. Oder, beziehungsweise das Päckchen sollten wir hier irgendwo finden. Und ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Wir müssen mal uns noch ein bisschen genauer umsehen demnächst mal. Torloff, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich überhaupt alles geredet habe. Ich glaube, mit dem habe ich bereits geredet. Da drin war ich ja auch schon. Daran kann ich mich noch erinnern. Wer bist du denn? Dar. Dar ist da. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Nein. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Boah, klingt der zu. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. Raucherhusten. Oh mein Gott. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Moment mal, ich speichere ab. Total unnütz, aber egal. Die Waffe steckt in der Kamera. Ich prüge es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ah! Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Da, der weiß doch genau, wo es ist. Ob wir wirklich mal eine rauchen sollen? Nein, das ist Fisch, das ist kein Stängel Sumpfkraut. Wir haben uns ja schon mal ein paar reingedrückt, wenn ihr euch daran erinnert. Damals in der Kneipe, noch in der Stadt. Corines. Nur, ich finde gerade da. Oh yeah. Naja, okay. So, mal gucken, ob er jetzt was zu vermelden hat. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Warum hoffe ich eigentlich auf sowas? Boah, die Kamera. Hier ist irgendwie eine Kirsche, keine Ahnung, wie sie dem, wem die gehört. Gut. Oh, hier können wir mal wieder ein bisschen Zeug mitnehmen. Da, 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 da. Und da ist die Kamera wieder normal. Also war quasi nur Geldverschwendung. Schön. Ist hier drumherum irgendwas? Sieht auch nicht danach. Es sieht irgendwie so verdächtig aus, ganz ehrlich. Aber es ist anscheinend feldknöterig. Jawohl, ja. Ist anscheinend nichts großartig mit dabei. Außer ein bisschen feldknöterig. Okay. So, dann einmal hier drumherum. Da sieht so aus, als wäre hier irgendwas niedergebrannt worden. In die Mühlen kann man ja grundsätzlich nicht hinein, ne? Nein. Was irgendwo keinen Sinn macht, aber naja, egal. Was wurde denn hier? Eine Sichel, okay. Was wurde hier warum eigentlich niedergebrannt? Oder ist einfach nur ein Feuer ausgebrochen? Ach Quatsch, einfach nur Feuer ausbrechen, das wäre zu lame. Hier wird bestimmt was niedergebrannt. Sonst würde das Haus auch nicht so weit abseits sein. Da ist ja noch ein Haus. Ich kann ihn gerade ein bisschen schlecht sehen. Ich habe mal wieder vergessen, die Holos runterzumachen. Kann ich da rein? Jo. Dann einmal springen. Ist ja auch irgendwie was drin. Nichts Lohnenswertes. Okay. Also nichts.
Sagen wir es mal so. Ob ich irgendjemanden deswegen befragen kann, würde mich interessieren, was hier vorgefallen ist. Und warum. Nee, ich spiele jetzt nicht mit der Mühle herum. Soll ich den einfach mal umknüppeln, den Typen? Haben wir noch die Zweihandwaffe? Na, warte du! Ich glaube, das wird nichts. Weil der macht einen zu großen Schaden und der blockt doch alles ab. Aua. Geh weg. Nobody likes you. Ah. Komm her und nimm das und... Mann, wenn er uns doch nicht mehr treffen würde, wäre alles besser. Wie kann er dem ausweichen? Ah. Aua. Okay, wir sind tot. Ja. Leg dich nie wieder mit mir. So viel zum Thema, der ist zu zugekifft, um mit uns zu kämpfen. Aber wir können es so langsam auch mit NPCs aufnehmen. Also bringt das Level wirklich sehr, sehr viel. Und deswegen werde ich das dann auch zukünftig mal weitermachen. Ich nehme erstmal wieder die Waffe. Und mit mal 35 Stärke ist benötigt. Wie viel Stärke haben wir denn? Nein, das war falsch. Das war die Karte, das war sowieso falsch. Mhm. Ich verzweifle gerade ein bisschen an der Steuerung. So, B also, okay. Wie viel Stärke haben wir denn? Wo steht das da? 38. Ich glaube, die nächsten Waffen sind alle für 40 und machen auch nur 40 Schaden, oder? 60. Ne, 65 für 60. 40 für 30, das lohnt sich sowieso nicht. Ne, die stärksten Waffen sind oben. Ich nehme erstmal die Waffe, weil wir die einfach kennen und mit der besser umgehen können. Wenn dann übe ich Zweihandwaffen irgendwann mal, aber erstmal nicht. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Dass ihr mir hier keine Milizen reinlasst. Das waren seine Worte. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Ich kenne ihn von früher. Du bist ein Kumpel von Lee? Ich glaub dir kein Wort. Aber geh ruhig. Wenn er sich nicht an dich erinnern kann, wirst du es schon merken. Das habe ich früher auch nicht so weitergehen. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Rechts ist doch da, wo der Daumen rechts ist, ne? Fupp. Im rechten... Boah, was für ein schön großes Haus. Kann man die Kiste knacken? Ohne dass ich es mitkriegen? Wow, beim zweiten Versuch. 13 Gold, wie war es mal alt, ne? Ja, genau. Und ein Quarzstückchen. Nee, da ist nichts im Kamin. Der sieht sehr nett aus. Und da müsste Lee sein irgendwo. Oder? Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Doch. Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Zu dumm, dass du ausgerechnet ihrem Verein beigetreten bist. Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Hm, okay. Gorn hat von mir erzählt?
Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Mal überlegen. Groß, schwarz, böse, mit einer riesigen Axt. Er hat damals in der Kolonie mit dir zusammen unsere Erzmine zurückerobert. Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladin und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Also mit Orks zugepflastert, ja? Wir dürfen uns glücklich schätzen, wir können gleich auf ein paar Orks herumrennen. Alles klar bei dir? Wie? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Wie spät? 8:30. Okay, wir sollen ja bloß nicht irgendwo anders hin. Aber rein theoretisch ist das hier immer noch der rechte Flügel. Also wollen wir doch mal schauen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Was denn? Oh! Tiefsinnige Gespräche. So, ich speichere einfach nochmal ab. Keine Ahnung warum. Ich kann Zeit. Alle Kisten sind gleich verschlossen. 21 Pfeile, 26 Bolzen. Großer Zweihänder. Das gehört sich sehr gut an. Große Kriegsachse und 59 Gold. Das war eine Kiste, die sich wirklich, wirklich gelohnt hat. Ich habe da meine eigene Meinung. Ja, ja, bitte deine eigene Meinung und so. Ja, die haben wir schon leer gemacht. Ja, da rennen wir ein bisschen gegen die Wand. Von mir erfährt keiner was. Was ist das? Ich habe so einiges gehört. Paradox, Paradox. Wenn das ohne ist, dann haben wir gleich Trouble. Reden wir ihn einfach mal. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Alles klar hier auf dem Hof? Für die Truppen des Königs gibt es hier keine Gastfreundschaft. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay, für ihn arbeiten. Wegen Bulko hast du jetzt... Ja. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Aber wir konnten die darauf nicht ansprechen. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf? Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Und der hat ihn von seinem Vater geerbt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das alles unter den Nagel reißt, nur um seine nutzlosen Armeen durchzufüttern. Der Krieg mit den Orks dauert jetzt schon ewig. Und wo stehen wir? Am Rande einer Niederlage. Nein, da verteidige ich meinen Hof lieber selbst. Für das Geld, was ich spare, kann ich mir meine eigene Armee leisten. Der Typ da links wackelt gerade ziemlich komisch herum. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst. Okay, ich guck nur mal eben kurz. Warte mal, was? Nein, als Söldner vor allem nicht. Ich will später noch ein paar Söldner umklatschen. Vasili, hey, was geht, altes Haus? Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. La la la. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Ich habe hier eine. Ich habe hier eine alte Münze. Zeig mal her. Oh ja.
Die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Einmal wert? Nee, dann behalte ich sie lieber. Die hat eh keinen Wert für dich. Du kommst wieder. Eine Gold... Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige. Und ich habe sie alle erwischt. Netten, er kriegt das nicht mit, wenn wir... Ach so, ja, sowieso. Da guckt er mal später die Truhen an, wenn ich hier fertig bin, Junge. Oh Mann, das tut weh. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Es gibt so etwas, das nennt man Schlösser. Die kann man zumachen. Stören dich die Söldner? Naja, seit die Söldner hier sind, ist der Hof viel sicherer geworden. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Ein Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Ein paar von den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Nimm mir das jetzt nicht übel, Soldat. Ich weiß, ihr seid nicht alle so. Na, die ist ja wenigstens mal nett. Was wurde dir gestohlen? Vor allem Gold und Silber. Sie haben sogar mein Hochzeitsgeschenk gestohlen. Einen goldenen Teller. Ich habe hier einen goldenen Teller. Ist das deiner? Ja, das ist er. Tausend Dank. Gerne. Wie sieht's mit meiner Belohnung aus? Hier, nimm. Du hast es verdient. Die ist wirklich nett, die Frau. Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Ich habe meinem Mann gesagt, warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Aber schließlich ist ja auch Krieg, nicht? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Paladine sind hier in der Nähe vorbeigezogen. Wir dachten erst, sie wollen den Hof angreifen, aber sie sind ins Minental gewandert. Das letzte war jetzt keine neue Info für uns. Hey, you! Was gibt's Neues? Es heißt, es würde sich eine Armee im Minental sammeln. Bald werden sie hier sein. Okay, das ist nur dieses Standard-Kauderwelsch. Die Truhen können wir nicht mitnehmen. Ist hier noch eine Truhe? Ja! Plöpp. Na, hoffen wir mal. Döp, 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 döp. Ich habe nichts gemacht. Zumindest nicht in diesem Speicherstand. So. Schade. Schade, schade. Vielleicht ja, wenn Nacht ist. Dann müssen wir aber irgendwo wieder schlafen gehen. Und hoffen, dass sie uns dann hier irgendwie reinlassen oder dass wir von der Seite reinkommen. Gut, ich gehe dann mal eben kurz pennen und mache mal eine schnelle Aufnahmepause, sodass ich die Orolos runterziehen kann. Dass ich dann auch in der Nacht was sehe. Also, bis gleich.